Sie können mit Wabi Profi 3 einen Großteil Ihrer täglich anfallenden Arbeiten erledigen. Somit ist auch das Fahrtenbuch ein Bestandteil dieser externen Aufgabenverwaltung, die Sie unter Anwendungen Fahrtenbuch wiederfinden. So, das Fahrtenbuch. Wie fangen wir jetzt da an? Ich meine, nicht jeder, der ein Fahrtenbuch führt, ist zwangsweise begeistert, sagen wir es mal so. Aber es muss halt einfach sein. Und Wabi Profi 3 bietet Ihnen eine schöne Übersicht oder eine schöne Möglichkeit, das Fahrtenbuch zu führen. Warum? Digital. Sie können natürlich auch es von der Hand schreiben, aber dann steht man irgendwo schnell, keine Ahnung, auf einem Ort und dann kritzelt man es hin. Dann ist es kaum lesbar und ja, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Deswegen haben Sie hier die Möglichkeit, das Fahrtenbuch natürlich digital zu erfassen. Sie können es entweder abschreiben von Ihrem bestehenden Fahrtenbuch oder wenn Sie Zettel verwenden, die halt einfach mit dazu heften, damit es belegbar ist, dass Sie das Fahrtenbuch auch an Ort und Stelle geführt haben. Wobei ich natürlich an dieser Stelle für die Akzeptanz eines digitalen Fahrtenbuchs keinerlei Gewährleistung übernehme, ist ja auch klar. So, aber ist eine coole Geschichte, fragen Sie einfach Ihren Steuerberater, aber wenn Sie die Originale mit dazu heften, dürfte es eigentlich kein Problem sein. Wir haben jetzt das Fahrtenbuch vor uns, das ist leer und wir fangen natürlich jetzt wieder praktisch an. Wir legen einen neuen Eintrag an. Und da wir hier noch kein Fahrzeug angelegt haben, klicken wir hier auf Neu. Jetzt gebe ich unsere Kfz-Nummer an, also nicht unsere, halt irgendeine. Gebe das Datum der Fahrt an, ich sage 1.2. und könnte nun bestimmen, von wann bis wann das war. Dann habe ich auch meine Fahrerin. Verzeihung, das war so richtig bayerisch, meine Fahrerin, das angelegte Personal zur Auswahl. Okay, und dann sage ich, der Mustermann Max ist gefahren oder sonst auch wer. Oder ich kann es einfach freilassen. Darüber finden Sie eine Optionsgruppe, in der Sie wählen können, die Art der Fahrt, geschäftlich, Wohnung, Arbeit, privat und wie auch immer. Okay, und nun bestimmen Sie, von wo Sie losgefahren sind und Ihr Ziel, also nach. Ich habe jetzt einfach mal etwas eingegeben. Und zwar, das heißt Schweigerstraße 2. Das heißt, es ist Uppsala bei uns hier im Laden. Und natürlich am Marktplatz. Marktplatz hat jede Stadt, also wir fahren am Marktplatz. So, jetzt können wir das eingeben, können den Zweck eingeben. Und hier haben wir natürlich unsere einzutragenden Kilometer. Ein schönes Gimmick ist die Online-Map. Das mache ich jetzt einfach mal. Und ich ziehe das jetzt einfach mal hier rüber. Dann öffnet sich also quasi hier so einen kleinen Routenplaner, wo Sie dann sehen können, aha, wie ist denn der optimale Streckenverlauf und wie sind Sie letztendlich gefahren. Das heißt, wie viel oder welche Strecke haben Sie auch zurückgelegt. Diese Strecke können Sie natürlich übernehmen. Idealerweise haben Sie es in Ihrem Fahrtenbuch natürlich eingetragen, denn es könnte ja sein, dass Sie gesagt haben, ich habe einen Umweg fahren müssen, weil eine Baustelle war oder sonst irgendwas. Machen wir es so. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Umweg fahren, dann kann es durchaus sein, dass wir plötzlich mehr gefahren sind. Okay, also tragen Sie die zurückgelegte Strecke ein. Ich sage jetzt mal 250 Meter. Und beim ersten Eintrag geben Sie den Endstand an. Und zwar, ich sage jetzt mal, 1000 Kilometer war jetzt mein Endstand. Nun kann ich mir das Ganze speichern. Und dann habe ich es drin. Schön ist jetzt Folgendes, das heißt, Sie können jetzt, wenn Sie auf Neu klicken, weiß Wabi Profi 3, aha, Benutzer, du warst am Marktplatz. Also ist das jetzt mein Ausgangspunkt, mein neuer. Dann habe ich natürlich das Datum hier drin stehen, darauf bitte achten, denn es könnte ja sein, dass der neue Ausgangspunkt an einem anderen Tag erfolgt ist. Das heißt, wenn Sie am Dienstag am Marktplatz hingefahren sind, können Sie am Mittwoch dort wieder losfahren, okay? Und nun sagen wir vielleicht... Und Sie sehen, Wabi Profi 3 merkt sich auch hier schon, wo waren Sie denn überhaupt bis jetzt? Und bietet Ihnen das dann zur Auswahl an. So, und wir sagen jetzt einfach mal, dass wir ins Krankenhaus gefahren sind. Ist egal, ich nehme jetzt hier einfach irgendwas, also das heißt Stationen, die überall in jeder Stadt es eigentlich gibt. Ich empfehle Ihnen natürlich hier zuallererst mal die Straße eintragen, dann die Hausnummer, also zum Beispiel Marktplatz, Leerzeichen 1, und dann mit Komma trennen und dann den Ort eingeben. Denn nur dann haben Sie die Möglichkeit, auch diese Online-Funktion aufzurufen, wo dann Wabi Profi 3 sagt, ja, schau mal her, das könnte die Route gewesen sein. Und in unserem Beispiel ist es einfach so, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt hier 2,4 Kilometer gefahren und tragen das ein.
Wie gesagt, ich empfehle Ihnen an dieser Stelle, dass Sie natürlich die Informationen aus Ihrem Fahrtenbuch verwenden, denn im Fahrtenbuch haben Sie drinstehen, dass Sie jetzt von 100 Kilometer da waren und beim anderen waren Sie jetzt 2,5 Kilometer sind Sie gefahren, also somit haben wir 102,5 und so weiter und so fort. Denn es könnte ja sein, dass Sie zwar eine Grundstrecke von, im Idealfall, wie in unserem Beispiel, 2,4 Kilometer hatten, aber aufgrund eines Umweges, Umleitung, wie auch immer, einen anderen Weg haben fahren müssen, der unter Umständen länger ist. Und es ist ja auch nicht zwangsweise gesagt, dass die Idealstrecke von A nach B auch direkt einen Parkplatz vor der Tür bietet. Das heißt, es kann sein, dass Sie hier dreimal um den Block fahren müssen oder fünfmal. Somit kann eine Strecke natürlich, also somit kann die eine und dieselbe Strecke von der Anzahl der Kilometer natürlich erheblich unter Umständen differieren, je nachdem, was halt da für Situation vor Ort ist. Also das muss man immer mit berücksichtigen. Und Sie können diese Informationen, wenn Sie wollen, auch hier unten mit eintragen. Das heißt, wenn Sie sagen, anstatt 2,4 waren es in dem Fall 6, und dann könnten Sie reinschreiben, kein Parkplatz gefunden, 5 Runden gedreht zum Beispiel, ne? So, nur damit es für Sie oder für einen Prüfer zu einem späteren Zeitpunkt wieder reproduzierbar ist. Weil damit haben Sie kein Problem und es versteht jeder, dass er sagt, das heißt ja nicht, dass ich jetzt einen Parkplatz vor der Tür finde. Okay, sollten Sie getankt haben, tragen Sie das da unten ein und dann speichern wir das Ganze. So, und das Ganze machen wir jetzt neu. Wir sagen jetzt, Wabi sagt, ah, du warst jetzt am Krankenhaus. So, jetzt aber der nächste Tag, kann ich einfach Plus drücken, um das Datum zu erhöhen. Und nun sage ich, ich bin wieder in den Laden gefahren. Egal. So, dann Geschäft, sage ich Wohnung, Arbeit oder geschäftlich, ist ja wurscht was. Und dann trage ich hier die Kilometeranzahl ein. Wenn ich mir wieder nicht sicher bin, kann ich die Funktion aufrufen. Kennen wir inzwischen alle. Und der sagt hier 1,6 oder irgendwie sowas. Und dann einfach speichern. So, also das ist total cool, das Fahrtenbuch ist total easy zu bedienen. Und das Schöne ist, dass sie natürlich auch Druckfunktionen haben. Hier können Sie sagen, zeig mir mal das ganze Dokument nicht an. Sie können hier einen Filter setzen von bis, ne, idealerweise natürlich monatsweise. Sie können sagen, nur eines bestimmten Fahrers oder die Art der Fahrten, geschäftliche, Wohnung, Arbeit oder private Fahrten anzeigen. In dem Fall sagen wir alle. Nun sage ich mal, druck das Ganze aus. Wir halten nun eine schöne Vorschau, wo wir sehen, wir sind von nachgefahren an einem Datum mit einem Kennzeichen. Ja. Und unten haben wir auch eine Aufsummierung, hier der geschäftlichen Fahrten 1,85 Kilometer, private Fahrten 6 Kilometer und in der Gesamtsumme der Fahrt 7,85 Kilometer. Also ist sehr schön. Können Sie natürlich, wie gesagt, diesen Ausdruck können Sie dann zu Ihren Schmierzetteln dazu heften oder umgekehrt, damit jeder sieht, damit Sie das auch, die Schmierzettel oder beziehungsweise das Fahrtenbuch geführt haben. Frage, die immer wieder auftaucht, kann ich denn jetzt hier, Beispiel, wir hätten heute den 27.02. Und wenn Ihnen jetzt einfällt, dass Sie am 1.02. oder am 3.02. eine Fahrt einfügen wollten, weil Sie vergessen haben, ob das geht, geht nicht. Denn ein Fahrtenbuch ist in der Regel immer so vorzuführen, das heißt, egal ob Sie es jetzt ins Fahrtenbuch eintragen oder auf einen Schmierzettel. Und wenn Sie was vergessen haben, müssen Sie das Fahrtenbuch auch komplett neu schreiben für das Monat. Das heißt, Sie müssen die Einträge für das dementsprechende Monat löschen, zum Beispiel für das Monat 2 und dann neu schreiben. Ja, geht leider nicht anders, aber wie gesagt, ist manuell auch nicht anders möglich. Deswegen hat schon seine Berechtigung und alles gut. Okay, in der Toolbox oben können Sie sagen, ich will ein Fahrzeug löschen. Geht natürlich in dem Fall nicht, weil in unserem Fahrzeug sind natürlich hier Fahrten zugeordnet. Sie können auch sagen, Sie wollen Ihre Fahrtziele bearbeiten, denn Wabi Profi 3 zeigt Ihnen an, wo Sie bereits überall waren und sagt, okay, das biete ich dir zur Auswahl mit an, lieber Benutzer. Wo bietet er das an? In der Combo-Box. Das heißt, wenn Sie irgendwo stehen, von oder bis oder in dem Fall hier nach, haben Sie ja, wie Sie vorhin gesehen haben, die Möglichkeit, hinterlegte Strecken bereits auszuwählen. Also das macht er automatisch. Wenn Sie natürlich hier Strecken drin haben, weil Sie einmal nach Frankreich zum Lieferanten haben fahren müssen, wie auch immer, oder nach Italien zu Ihren Produzenten oder egal was, können Sie sagen, ja, das war eine einmalige Fahrt, brauche ich nie wieder, nehmen Sie das Häkchen raus und dann wird Ihnen auch dieser Eintrag hier unten in der Liste nicht mehr angezeigt. Okay.
Fahrzeug umbenennen ist auch klar. Hier kann ich ein Fahrzeug auswählen, das ich angelegt habe und könnte dem ein neues Kennzeichen geben. Ja, das war's schon mit dem Fahrtenbuch. Also es ist total easy, ist einfach zu bedienen und geht auch sehr, sehr schnell.